Okay, dann lass uns doch mal zu diesem Portalbaum gehen. Es scheint jetzt wirklich Nacht zu sein. Fragezeichen, du weißt doch, wo wir hinkommen. Ach, wie schön. Alles sieht ein bisschen anders aus. Das heißt ja nicht, dass wir die Orte nicht kennen. Können wir da reingucken? Sehr cool. Oh, Ach. ich glaube, Konrad ist noch wach. Wie? Was? Hä? Ja und? Hallo. Ach, das. Geschlossen. Ich gehe einfach durchs Fenster. Ach, das Fenster war offen. Ah, das sehe ich ja jetzt erst. Mal am Ellbogen kratzen. So. Hier haben wir auf. Ich glaube, das ist ein Portal, oder? Aber wir gehen jetzt erstmal zum Portalbaum, wenn ich das nochmal finde. Huch! Was macht ihr denn? Hallo. Glaubst du, dass das besser wird, als ein Regal zu bauen? Nach dem, was der alte Kirchenmaus mir erzählt hat, wird das sogar besser als eine Bank zu hobeln. Glaubst du, dass das Ach so. besser wird? Sieht Bretter, die aus die wie ein Welt Stillleben. Bretter, die die Welt bedeuten. Hallo, Herr Kirchenmaus. Ah, du bist es. Der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Keine Sorge, diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Der beste Magier Mauswalz wird dich an eben diesem zweifeln lassen, wenn er das Unmögliche vollbringt. Ihr Sohn ist auch ein Magier? Das gibt's ja nicht. Ja, da staunst du was. Es gibt keine Magie, dachtest du. Nein, nein, ich dachte nur gerade. Dann lass dich mal vom Gegenteil überzeugen. Aber ich hab doch gar nicht. Indem der große Kirchenmaus Junior dieses Glas Wasser auf mysteriöse Weise leeren wird. Ohne es anzufassen. Na, da bin ich aber gespannt. Vielleicht lerne ich hier noch einen meiner vier Zaubersprüche. Du bist so naiv. Ist das Wasser jetzt trockener? Kann man sowas sehen? Kann Wasser trocken sein? Könntest du vielleicht die Nuss in das Wasserglas legen? Manchmal hat Junior ein bisschen Lampenfieber. Okay. Da kommt ja doch noch einer auf die Bühne. Hey, Jerry. Wir wussten gar nicht, dass du hier auch mitmachst. Ich helf nur aus. Jetzt leg die Nuss ins Glas und hör auf, Junior die Schau zu stehlen. Ja, ich mach ja schon. Oha, komplett aufgesaugt. Ganz wasserlos, das Glas. Das ist ja verdammt praktisch, wenn man etwas trockenlegen muss. So eine Nuss könnte ich auch gut gebrauchen. Nimm sie halt mit, du bist in einem Adventure. Das ist Magie. Bitte, bitte, nicht zu viel Applaus. Ich glaube, das nennt man eher Taschenspielertrick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen Junior ab heute jeden Abend. Junior, meine Damen und Herren. Und der Junior hat die Nuss gefunden? Oder wie passt das jetzt ins Bild? Keine Ahnung. Kann ich mir Ihre Wassernuss mal ausleihen? Die Wassernuss? Aber das ist Juniors bekanntester Trick. Das ist auch sein einziger Trick, oder? Du meinst, Junior sollte sein Repertoire erweitern? Genau. Oder besser, ganz ohne Nuss arbeiten. Ohne Nuss? Das ist revolutionär und wurde in Mauswald nie gewagt. Na gut, ich sag immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, tauschen wir dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Was? Sie wollen Witze? Ich werde schief. Für Sie improvisieren. Na dann, viel Glück. Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus Junior, Jerry, meine Damen und Herren. Oh oh, das geht doch schief. Hey Jerry. Kommt jetzt wieder die Nuss? Nein, jetzt wird's witzig. Ja, das bezweifle ich nur. Oh nein. Ja. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache.
Ich weiß, was du meinst. Jetzt kommt. Und ich erst. Also. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Weil? Das ist doch nicht dein Ernst. Unser Cousin Heinz wohnt an einer Straße, oder eher gesagt, wohnte. Jetzt wohnt er im Krankenhaus. Oh, ich wusste nicht. Jerry! Ist ja nicht schlimm. Aber lustig ist es auch nicht. Jerry, komm von der Bühne! Nochmal, Entschuldigung. Schon okay. Er hat's nicht so gemeint. Ich weiß. Jerry! Du kannst Igeln doch keine Straßenwitze erzählen. Das weiß doch jeder. Hier, nimm Zettel und Stift und mach dich auf die Suche nach guten Witzen. Witzen, die hier beim örtlichen Publikum gut ankommen. Okay, ist wohl wirklich eine gute Idee. Danke. Wie läuft das Geschäft? Bestens. Doch wenn ich auf der Kokospalminsel den wohlverdienten Ruhestand genieße, soll Junior keine Sorgen haben. Mit dieser Show hat er ein zweites Standbein, neben dem Handel mit Dingen, Sachen und Zeugs. Da wird bestimmt bald die Kasse klingeln. Wir hatten auch noch einen süßen grünen Knackkäfer. Ein echter Publikumsmagnet, sag ich dir. Leider ist er vorgestern ausgebüxt. Junior hätte ihn fast erwischt. Ein grüner Käfer? Hm. Den gebe ich aber nicht ab. Hals und Bein. Hals- und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern haben. Nicht wahr, Junior? Genau. Schön. Ach, ist zu? Och Mann, ich wollte Anja fragen. Geschlossen. Schade. Bei Nacht sieht es auch gemütlich aus. Also wirklich, diese Anja, ne? Diese Arbeitseinstellung, das finde ich aber jetzt nicht okay. Finde ich nicht in Ordnung. Steht ja auch schön Spalier. Ja. Ich glaube, wir mussten hier lang, oder? Nee, da ging's. Huch! Plato, was machst du denn da? Und. Ach so, wir sind so um die Kurve gegangen. Okay. Wie seltsam. Da gaukeln grüne Lichter durch die Nacht. Vielleicht läuft da jemand mit einer Laterne spazieren. Genau so sieht's aus. Hey, Plato. Da hinten über den Feldern tanzen ganz seltsame grüne Flammen. Ob das wohl Irrlichter sind? Das kann sein. Unheimlich. Dann nicht folgen. Okay, und ich möchte aber mal... Ich will ja zum Portalbaum kommen. Dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Was? Oh, was geht denn hier vor? Die haben sich vermehrt. Mir stehen die Körper zu, denn ich habe ihn entdeckt, aus dem Gefängnis seiner Existenz befreit und für uns urbar gemacht. Mir steht der Besitz zu, denn ich habe die 4 Metalle in seine Hände gelegt. Wenn seine Vergeltung beginnt, beginnt unser Werk. Mir steht das Land zu, denn ich habe ihn wissen lassen, in welcher Reihenfolge er sich in den Stamm treiben muss. Wenn sie ihre Wirkung tun, tun wir unser Werk. Mir gehören die Seelen. Von mir weiß er, wie viele Schläge er machen muss. Hat er sie gemacht, machen wir uns ans Werk. Hätte ich mir das merken müssen? Jemand laut. Oh oh. Nur ein Kind. Ein Mensch. Einer von uns. Ach was. Gehen wir mal zum Portalbaum.
sehr misserig. Komm zu uns, Jerry. Oh, wie sind die denn so schnell hierher gekommen? Das sind Magier. Was fragst du? Jerry, hinter diesem Portal liegt eine andere Welt. Fremd für uns, doch zu Hause für dich. Dort musst du deinen ersten Zauber lernen. So will es unsere Tradition. Wie spannend! Dieses Mal noch werden wir das Portal für dich öffnen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Sie ist alt. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Wahrscheinlich. Aro, halt dich an deinen Text. Oh. Viel Glück, junge Schüler. Was hatte das denn jetzt zu bedeuten, bitte? Na dann. Schiedpulte, genau. Hier erinnere ich mich. Puh, ich bin wieder zu Hause. Ich hatte schon Angst, dass ich sonst wo herauskomme. Alles ist plötzlich so klein und normal. Nein. Naja, fast normal. Ob diese Kröte wirklich schon immer hier gesessen hat? Wie oft bin ich auf den Steinen da schon rumgestiegen? Oh Mann. Oh, dieser Kuckuck. Dieser Kuckuck. Er spricht. Er sagt.